Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh Gott, da muss ich ja perfekt sein. Ja. Das war fast perfekt. Hallo meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Beim letzten Mal haben wir uns ein wenig im Wüstenland umgesehen und haben wir bereits 6 Powermone gefunden, bevor wir überhaupt die erste Hauptmission gemacht haben, die irgendwo da oben sein müsste. Ja, haben schon einiges was an Münzen gesammelt und ein neues Outfit mit normalen Münzen geholt. Ist jetzt nicht das Tollste, aber hat irgendwie was. Und wir sind hier bei Miauxi oder wie das... Moment. Miauxi, genau. Und ich denke mal, der heißt auch so. Ja, genau. Steht da auch. So. Das haben wir letztes Mal abgelehnt. Und diesmal reiten wir los. Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfstandpyramide ein absolutes Muss. Alles klar. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Okay. Ich sprinte los, sobald du aufgesessen bist. Aber halte dich ordentlich fest. Ich bin schnell wie der Wind. Schnell wie der Wind also. Sonic the Hedgehog. Oh mein Gott. So kann er hier lang... Ja, kann er. Ja, nice. Bremst mal ein bisschen ab. Ah, okay. So kann ich so ein bisschen driften. Sag ich mal. Ich will die Münzen haben. Na. Gott. Steuern ist echt nicht leicht. Oh. Sowas kann ich auch machen. Ich krieg nur eine Münze. Da ist ein Eingang. Da würde ich ja gerne rein. Aber erstmal die Münzen hier holen. Eine nach der anderen. Ganz langsam. Was passiert, wenn ich hier gegen? Okay, wird einfach abgebremst. Na gut. So, dann rein da! Ja, wunderschön. Das hat doch irgendwie geklappt. Oh, die Musik. Typische Untergrundmusik. Aber ein bisschen langsamer und mysteriöser. Holy shit. Jetzt müssen wir da mit dem Typen langrasen. Das könnte schwierig werden. Aber mal schauen. Gehen wir mein Bestes. Jetzt ganz langsam hier lang. Ich habe ein bisschen Angst. Wow, 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 wow! Was zum? Okay, ich kann nicht unendlich lange bremsen. Und dann wird er wieder schneller. Das ist ja ein bisschen eklig. Die Münzen da einzusammeln ist nicht leicht. Oh Gott. Oh, ich hab's. Ach, sie bleiben da eingesammelt, das ist gut. War ich mir jetzt nicht sicher? Nein! Fuck. Okay, okay. Ich werde mich da noch reinfinden. Hoffentlich, dann kann ich vielleicht jetzt diese Abkürzung da vorne nehmen. Wenn ich nicht komplett faile. Aber sieht gut aus. Und gleichzeitig bremsen. Gut, gut. Oh, ich dachte, da geht's lang. Aber ich muss einfach weiter geradeaus. Was geht hier ab? Oh Gott, da ist eine Münze. 2 sogar. Holy shit. Okay, Moment. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Von der Seite. So ungefähr. Ja, gut. Sehr gut. Oh, das ist ein dünner Pfad. Wo will ich lang? Das ist eine Musiknote. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh Gott, da muss ich ja perfekt sein. Ja. Das war fast perfekt. Fast schon ein bisschen. Kann ich das direkt nochmal machen? Ja gut, kann ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich treffe sie ja nicht mal. Was ist das denn? Nein! Oh wow, bin ich gut. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja, jetzt läuft's gut, aber ich schaff's von der Zeit nicht mehr. Verdammt. Okay, Moment. Gebt mir ein bisschen Zeit, das zu lernen. Wow. Einfach immer dran vorbeilaufen. Das ist die beste Strategie, habe ich gehört. Um das hier zu schaffen. Gott. Ja, 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 ja. Super. Ja, nein, nein, nein. Wow. Ich dachte, ich wäre off track gewesen, aber hab's noch geschafft. Ja, nice. Geht doch. Ja, super nice.
Ein weiter Paumon für uns. Querfeld ein mit dem Mauxi. Miauxi. Jetzt verstehe ich auch das Wortspiel. Mann, sind ich auch von einer langen Leitung. Du hieß das. Eine Verbindung aus, ja, Miau und Taxi. Ganz klare Sache! Okay, oben ist. Ist das eine Abkürzung oder gibt es da noch Münzen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, eigentlich muss ich ausprobieren, aber. Nein! Oh Gott! Wie ich mich da noch gerettet habe, weiß ich nicht. Ich muss da echt nachgucken. Ich habe keine Wahl. Ja, das sind noch Münzen, okay. Aber es ging doch. Okay, langsam habe ich so ein bisschen raus. Glaube ich. Ja, ja, nein. Sagt er und fällt runter. Der Wahnsinn. Der absolute Knaller. Okay. Das schaffen wir jetzt aber. Hoffentlich. Ich werde aber besser auf jeden Fall mit der Steuerung. Ich hoffe, das merkt man. Okay, okay, ja, ja, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Was? 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 Hä? Ich konnte nicht bremsen. Ich habe wie ein Wahnsinniger auf B gedrückt, aber hat nichts gemacht. Hä, weil die Dinger weggekickt hast oder was? Das war merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Nein! Ja, das war eigene Dummheit, das ist mir schon klar. Oh Mann. Wie ich hier anstelle, ey, das gibt's doch nicht. Na komm schon. Wie schlecht ich hier spiele. Da ist doch der Wahnsinn. Aus welchem Blut hier Anfänger? Na komm, nehmen wir erst den Weg. Bevor ich mich nochmal so blamiere. Ja, hast du alle Münzen verpasst, die es hier gibt. Und wieder runtergefallen. Wow. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn los? Ich bin auch schlecht. Na komm schon. So schwer ist das nicht. So schwer ist das jetzt auch nicht. Stell dich mal nicht so an, Retoxan. Okay, okay, okay. Das ist nochmal so. Der Weg geht schneller. Ist gefährlicher, aber schneller. Was ist denn jetzt? Nein! Ah, oh, Mann! Das ist doch nicht möglich. Aber ich krieg mehr Münzen, als ich verliere. Das ist doch schon mal was. Nee, eigentlich nicht. Ich würde da schon gerne durchkommen, ehrlich gesagt. Das wäre schon ganz nice. Und hier habe ich langsam das Gefühl, der andere Weg ist doch besser, aber... Dann will ich doch hier lang. Vielleicht sollte ich mehr Anlauf nehmen, damit ich ein bisschen sicherer bin. Okay, geht. Geht, geht, geht. Alles gut, wir haben es geschafft. Endlich. Gott, so schwer war das jetzt echt nicht. So, kurz nochmal umschauen. Ob hier nicht noch irgendwo was versteckt ist. Okay, nee. Dann holen wir uns den Mond. Ein Ausflug mit dem Mauxi. Ich sag immer Mauxi, Miauxi. Okay, und ab dafür. Jetzt sind wir hier unten wieder. Aber jetzt kommen wir nicht mehr ans Miauxi ran. Na gut, die gefährlichen Stellen hier haben wir damit schon überwunden. Ist eigentlich ganz gut. Ich könnte auch nochmal zurück und nochmal da in diesen Untergrund rein. Weil da gab es ja noch ein bisschen was für uns zu holen. Was ist das denn? Vogelscheuche? What the fuck? Okay, keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, ich gehe zurück. Ja. Warum rollt er nicht? Achso, ich muss gedrückt halten, ja, klar. Macht Sinn. Ups. Ich sollte auch Gas geben. Wer bist du denn? Mein Freund? Berühre bloß nicht dieses Zeug. Vielleicht kannst du aber was hineinreiten. Jo, weiß ich doch. Weiß ich doch. Deine Info kommt ein bisschen spät. Okay, ich will auch nochmal rein. In diesen Untergrund vom letzten Part. Und ein bisschen was holen. Autsch. Erstmal vor den Kopf gestoßen. Aber macht doch nichts.
So. Kurz nochmal den Kugelwilli-Express nehmen. Und hier nochmal hoch fliegen. So, wo war das da vorne? Genau. Jo, wollen wir da nochmal hin, ne? Würde ich sagen. Mal schauen, was wir da noch verpasst haben. Zum Beispiel den Motor vorne. Den würde ich ja schon noch gerne holen. Das muss doch sein. Okay, alles gut. Ah! Ja. Wow, es fängt schon wieder super an hier. oh Mann, das wird noch was hier. Alter, Mario, tu sowas nicht. So, einfach hier lang und runter, genau. Kurz warten. So, ja, Cappy kann ich so. Wow, 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 ich habe nichts gesehen. Das war fies. Ich bin jetzt fast deswegen runtergefallen. Ah, nein, alles gut. So, und wie war das? Da vorne war nur die Röhre, ne? Stimmt, stimmt. Ich muss ja auf jeden Fall hoch. Wie ich es auch schon mal gemacht habe. Aber ich war noch nicht beim Mond. Den schnappe ich mir jetzt. Jawohl. Schatz der Eishöhle. Wunderbar, wunderbar. Da fehlt gar nicht mehr so viel. Die Münzen lasse ich jetzt einfach mal Münzen sein. Ist da noch irgendwo was? Nö. Ich glaube, so hoch komme ich da nicht. Scheint mir ein bisschen unmöglich, aber hey. So, theoretisch könnten wir jetzt weiter mit Meoxy fahren. Warum ist die Tour wieder zu? Achso. Deswegen also. So, da oben ist noch ein Mond. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Was ist das da unten? Irgendwas ist da, aber ich weiß nicht was. Hm. Egal. Let's go! Nochmal los mit dem Meoxy. Und schauen, was wir so finden. Ist alles eingefroren, ey. Was ist hier nur passiert? Das ist ja echt eine gute Frage. Wo ist der Mond da? Hier ist eine Haltestation. Was heißt das jetzt genau für mich? Moment. Erstmal soll ich mal absteigen. Ah, okay. Das heißt es also. Das ist gut. Das ist generell gut. So, was kann ich hier machen? Hier schon wieder so ein Gemälde. Ich kann nichts damit anfangen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste nicht wie. Einfach mal gegenspringen. Hm, ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird das noch nicht so wirklich. Aber okay. Suchen wir uns erstmal was anderes. So, die Ruinen haben wir noch nicht komplett erforscht. Das müsste ich eigentlich auch noch machen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Haltestelle. Mit einem eingefrorenen richtigen Taxi scheinbar. Ja, tatsächlich. Und was tust du hier? Du bist ja ein Mensch. Aber viel größer als Mario. Oh Gott! Was ist das für eine Stimme? Das hört sich ja total weird an. Ein Kunde wartet schon auf mich, aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Okay, den müssen wir scheinbar irgendwie befreien. Wow! Stimmt ja, man kann ja von den Autos abspringen. Das ging ja auch in der Stadt. So viel weiß ich auch, aber ich hätte nicht gedacht, was hier funktioniert. Hier liegen noch Reifen rum. Yo, einfach weggekickt. Alles klar, Mario. Der ist in Schwierigkeiten und du kickst erstmal die Reifen weg. Obwohl, das sind nicht die Reifen, oder? Die Reifen sind noch dran, zumindest vorne. Hinten kann man es nicht sehen. Und was leuchtet hier so komisch? Es vibriert auf jeden Fall, ja. Stampfattacke war mir schon klar. Das arme Schaf! Aber es war ein bisschen auffällig mit dem Leuchten. Vom Taxi gefallen. Okay. Was für ein Schaf? Kann ich dich... Nein, kann ich nicht. Ich kann dich wegschubsen, das kann ich. Ach, du hast einen Hut auf. Du intelligente Schwein. Aber das ist doch ein Schaf, Mann. Genau.
Ihr habt's erkannt. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Hey Kumpel, was machst du denn hier? Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Willkommen in der Brutzelebene. Bist du hier zu Besuch? Kann man so sagen. Du weißt, wie die Anleitung funktioniert? Nee. Brauche ich nicht, Kumpel. Brauche ich doch nicht. Was ist das hier eigentlich? Da ist auf jeden Fall ein Powermond drin, ne? Das ist ziemlich kalt. Oh, sogar ein Multimond. Menno, wie sollen wir da bloß rankommen? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ich weiß es noch nicht. Oh. Ich kann auf jeden Fall Münzen herkriegen. Okay. Ist mein Taxi eigentlich noch da? Ich war ja sowieso an so einer Station. Er ist noch da. Also ich habe auch schon den Eingang gesehen. Zur Pyramide, aber... Ich weiß nicht, ob ich direkt hin will. Hier ist auch sonst nichts weiter. Einfach nur irgendwelche Kartons. Kann ich die eigentlich auch übernehmen? Ich weiß, das würde nichts bringen, aber hey. Man kann es ja mal ausprobieren. Man kann es ja mal... Oh, was? Wer bist du denn? Was machst du da? Von abdancen? Was geht, Mann? Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Oh, ach so. Bring sie zu mir zurück, bitte. Okay, er ist gar nicht am Dancen. Er am Verzweifeln. Er will seine Schafe. So, so. Eins haben wir schon gesehen. Und wo sind die anderen? Und was ist hier? Was ist das? Ist das hier ein... Nee, das ist eine Tür. Ich dachte, hier wäre wieder so ein Gemälde. Okay. Gehen wir mal rein. Oh Gott. Oh, wer bist du denn? Kollege! Erstmal übernehmen. Sonnenbrille aufsetzen und abnehmen. Mit Y. Ah. Den Kollegen kenne ich auch. Na genau, wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, kann ich geheime Passagen sehen, aber bin dafür auch langsam unterwegs. Moment, ich kann da gar nicht rüber. Also muss ich das normal mit Mario machen? Okay. Ganz vorsichtig hier. So. Ich kann also nicht rüber direkt, sondern muss mir den Weg merken. So ist es also. Oh, da sind Münzen. Die will ich natürlich gerne haben. Okay, ich denke, das kriege ich hin. Autsch! Oder auch nicht. Au. Direkt ein Leben abgezockt. Wenn man das sagen kann. Auch wenn es keine wirklichen Leben sind. Oh, verdammt. Muss ich das nochmal machen. Aber kein Problem. Ich kenne auch den Weg noch. So, jetzt mal ordentlich darüber springen. Okay, da hat nicht. Ich überschätze den Weitsprung ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Na gut. Alle guten Dinge sind drei, ne? Jetzt mal hier so. Wunderschön. So geht das doch besser. Wunderbar. Hey, Kollege, zeig mir den Weg. Okay. Alles klar. Dann kann es ja losgehen. Und ein weiterer Mond gehört uns. Das unsichtbare Labyrinth. Wunderbar. Wunderbar. Und nein. Was war das denn? Da wollte ich gar nicht hin. Ich ein bisschen komisch gesteuert. Bisschen komisch gesteuert. Okay, nicht so schlimm. Hier war noch ein Weg eigentlich. Den habe ich jetzt aber vergessen. Egal. Einfach hier rüber. So, hier wollte ich drauf. Und dann einfach hier rein. Wunderschön. Ist doch nicht so schwer. Unnötig viele Münzen da gelassen. Aber hey. So, Moment. Euch sammle ich noch mal kurz ein. Und mit einem geschickten Wandsprung kommen wir wieder hoch. Nur unser Taxi ist jetzt weg. Was haben wir denn hier? Hier ist noch mehr. Gott, oh Gott. Wie viel es hier zu sehen gibt, ne? Ich will einen kurzen Überblick verschaffen. Gut, die Schafe werde ich so nicht finden, glaube ich. Da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da. Irgendwas Eingefrorenes auf jeden Fall. Stell für ein Taxi und... Dings. Ich vergesse mal, wie ich hier rauskomme. Irgendwie ist es so ungewohnt. Ich will mal B drücken, aber es geht nicht.
Ups. Irgendwie dachte ich gar nicht, ich könnte den einfach wegkicken, aber nee. Ist ja Schwachsinn. Die Musik. Als hätte ich rote Münzen eingesammelt. Was nicht der Fall war. So, okay. Aktivieren wir mal den Checkpoint. Sehr gut. Bootsebene Nordwestlager. Was haben wir hier hinten noch? Hier ist doch bestimmt was versteckt. Also irgendwie. Verarscht mich die Steuer noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich nach rechts, aber irgendwie. Hat die Kurve nicht richtig bekommen. Egal, egal. Lassen wir uns davon nicht abhalten. Auf jeden Fall waren da noch ein paar Münzen. Das ist okay. Dann wollen wir jetzt mal in den Haupteingang. Gucken, was da so abläuft. Ich denke, wir kommen nicht direkt nach oben, sondern hier warten noch irgendwas auf uns. Ah, das sag ich doch. Ein bisschen Kugelwild-Action. Ich würde sagen, wir folgen einfach den Münzen. Das bietet sich doch an. Okay, okay. Ich glaube, dann nehme ich den schmalen Gang. Da könnte eher was versteckt sein. Da sind auf jeden Fall Münzen, das habe ich schon gesehen. Normale zwar, aber... Ah, und auch Liederne. Sehr gut. Oh Gott. Was willst du denn, Kumpel? Kollege? Geh weg. Oh. Oh, oh. Lieber absteigen. Das hält nämlich nicht ewig. So, ein paar Münzen mitnehmen. Und dann reicht es auch schon. Und weiter hier lang. Okay, okay. Ups. Ah, erstmal hier lang gucken. Hallo, Kamera? Ich. Hä? Wieso konnte ich die Kamera jetzt nicht nach links bewegen? Es ging nicht. So, weird. Warum hat das nicht funktioniert? Das hat mich ein bisschen verwirrt. Hatte ich nicht so eine gute Übersicht über das ganze Geschehen. Na, mal schauen. Versuchen wir es nochmal. Ja, hier wäre ich blockiert. Und die durch die Wände scheinbar. Warum kann ich... Das stört mich gerade. Ich will die Kamera drehen können. Das ist eine ziemlich bescheuerte Ansicht hier. Aber okay. Dann versuchen wir es halt so. Kriegen wir auch gebacken. Jo, easy peasy. Easy peasy! Um das Kugelwilli-Labyrinth herum. Sehr gut. Wow, das war knapp. So, da fehlen uns nur 4 Power-Monde. Das geht ja ratzfatz hier. Sehr, sehr schön. So, da muss man ein bisschen aufpassen, aber sollten wir hinbekommen. Oh Gott. Ja, ich habe vergessen, auf die Zeit zu achten. Das war dämlich von mir. Wie oft ich hier sterbe, das ist krass. Oh nein, ist wieder am Anfang. Stimmt ja, da war was. Okay, einfach schnell hier durch. Na komm. So, am besten immer einen Zwischenshot machen. Habe ich gemerkt. Ist doch ein bisschen klüger. Oh Gott. Wow, was knapp. Nein! Oh Gott. Ich kann danach nicht mehr bremsen. Das ist natürlich blöd. Na gut, dann muss ich das besser timen. Ist ja okay, ist ja okay. Muss man nur jemand sagen. So. Versuchen wir das Ganze nochmal. Kriegen wir schon hin. Ach, fuck, ey. Jetzt wollte ich kurz nochmal zurück, weil das Timing wieder beschissen war. Ach Gott, stelle ich mich immer so dämlich an hier. Gibt's doch nicht. So schwer ist das Spiel nicht. Ist mal ehrlich. Was mache ich denn hier? Stell mich an wie der erste Mensch. Auch wenn der wahrscheinlich noch keine Videospiele kannte. Aber das ist, so, ist uns mal herzlich egal. So, jetzt kommen wir hier durch.
Ist doch nicht so schwer. Dann ist mein Vollgas. So. Und noch ein Mond. Damit fehlen nur noch drei. Mitten durch das Kugelwilli-Labyrinth. Alles klar. Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt sind wir oben. Und hier ist noch so eine Vogelscheuche. Was haben die zu bedeuten? Momentan kann ich nichts mit denen anfangen. Sieht irgendwie auffällig aus. Ah. Ist auch auffällig. Kann ich einfach runterdrücken, alles klar. Seems legit. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist das der perfekte Zeitpunkt, um hier den Part zu beenden. Und beim nächsten Mal holen wir uns auch noch die restlichen drei Power-Monde, die wir noch benötigen, um mit der Odyssey weiterfliegen zu können. Oder wer weiß, vielleicht finden wir noch mehr. Kann alles sein. Aber so viel dann erst im nächsten Part. Also, Leute, bis dahin. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.